herzlich willkommen zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Heute sind wir im Wien 1 Add-on unterwegs und auch natürlich passend mit einem Solobus. Wie ihr auch schon den Beschilderungen entnehmen könnt, fahren wir heute bis Invalidensiedlung auf der Linie 24A. Die 24A-Linie gibt es noch immer heutzutage. Wollte ich nur nochmal gesagt haben, nicht so wie die Linie 23A. Die ist mittlerweile eine gestorbene Linie. Und ja, wir fahren jetzt gerade ein Zentrum Kagran. Das sollte hier vorne sein. 26A, ja, das kenne ich. Ich fühle es, dass die KI immer so dumm ist. Es tut mir leid. Alter, wir haben da heute Leute. Junge, Junge, Junge. Es wird wieder einen kleinen Zeitraffer geben, aber davor wollte ich euch noch ein paar Informationen wieder über die Linie, über den Bus geben und so. Also, wie ihr sehen könnt, der Solobus verfügt über drei Türen. Die zweite ist mit Außenschwenk, die anderen sind stinknormale Türen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man das beschreibt. Es ist ein Mercedes-Benz Citaro C2, Baujahr 2017, genauso wie der letzte Gelenkbus aus dem letzten Video. Und ja, nur dass er halt ein Solobus ist. Die Linie 24A fährt von Kagran bis Breitenlee und wird mittlerweile als Gelenkbus geführt, aber in dem Spiel wird sie noch als Solobus geführt. Und deshalb sind dann auch die Menschen daran angepasst. Deshalb habe ich mich hier für den Solobus entschieden. Und bis Invalidensiedlung könnten wir mit dem XXL-Bus mit den vier Achsen nicht hinkommen. Da muss ich mir noch was Besonderes überlegen. Und ja, von Ihnen, wir haben jetzt noch 2,4 Minuten bis zur Abfahrt. Hier, das hier sind unsere Halteknöpfe. Das hier sind wir. Wunderschön natürlich. Das ist wieder der Bus aus dem Hamburger Bus-Add-on. Und ja, mehr kann man eigentlich auch nicht zu diesem Bus sagen. Wir können da oben noch schauen. Wir haben einen Rollstuhlplatz, 86 Stehplätze und 24 Sitzplätze. Eigentlich gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Ich aktualisiere kurz mal die Zeit. Ja, weil jetzt sind die KI-Busse da weg. Damit hier das keine Probleme macht. Sonst alles ist animiert. Mehr können wir eigentlich nicht sagen. Es ist gerade 14.48 Uhr, das heißt Hauptverkehrszeit. Gerade im Breitenlee und auf der Linie merkt man das sehr stark, vor allem bei der Schule auch dann. Das heißt, wir werden mit einem vollen Bus rechnen müssen. Ich habe ihn aber davor noch gewaschen und so. Da hinten kommt noch ein 31A, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist schon der Nachfolger von dem, der da steht. Unserer sollte aber auch gleich kommen. Da hinten steht noch ein Ulf. Zentrum Kagran. Ja, mittlerweile fährt hier der 25er weiter. Und der 26er fährt seltener zum Zentrum Kagran. Die fahren jetzt alle weiter nach Floridsdorf oder fahren überhaupt erst von Floridsdorf weg. Da ist nicht mehr so ein Straßenbahnzentrum, sondern eher nur mehr ein Buszentrum. Sonst, hier steht jetzt ein fetter Tower. Mit 20 Stöcken oder so. Also den Parkplatz hier gibt es nicht mehr. Und ja. Eigentlich kann ich wirklich nicht mehr sagen. Außer, dass ich jetzt schon langsam die Türen schließe. Ich sehe da keinen mehr kommen. Also fahren wir los. Weil wir brauchen die Zeit noch. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg zur Invalidensiedlung. Wir kreuzen auch wieder den Kagraner Platz, aber da ist er nur eine Baustelle und nicht so wie das letzte Mal auf der Linie 23A schon ausgebaut. Was habe ich jetzt gemacht? Bin nur über Gleise gefahren. Ja, da haben wir jetzt ein wunderschönes KI-Problem. Ich sehe das schon kommen. Deshalb fahre ich hier drüber. Ja, da haben wir schon das Öland. Du kannst diese Karte nicht geil spielen mit Kagran. Wir machen jetzt
alle kurz die Augen zu und denken uns, dass hier nichts steht. Fahren dabei hier drüber. Fahren wir auf die Gleise und hier fahren wir jetzt bis zum Kagraner Platz. Da flitzen wir jetzt noch schnell drüber. Müssen uns jetzt langsam einordnen, weil da müssen wir rechts abbiegen. Hier links, wie gesagt, die Baustelle mit dem Kran. Und hier rechts ist noch die Kagraner-Station. Ach du Scheiße, das habe ich schlecht genommen. Ja, das war dumm. Entschuldigen, dass ich kurz durch sie durchgefahren bin. Genau hier, Kagraner-Platz. Wir sind ein bisschen zu früh, aber wir nutzen diese Zeit und fahren einfach mal weiter. So, den Teil kennt ihr jetzt so halbwegs noch vom letzten Mal. Vom 23er. Ne, da sind wir von der Ausfahrtstraße weggefahren. Den kennt ihr nicht von der Fahrtrichtung. Ja. Von der sind wir gekommen, von der anderen. Und hier, dort vorne ist dann die Kreuzung, wo wir auf die Straße hier abgebogen sind. Ich glaube, Geigasse heißt sie. Ja, Geigasse heißt sie. Und wir fahren links und der 23er wird rechts fahren. Moin. Servus. Moin, Servus, Moin. Genau. Und hier haben wir jetzt diese Wegteilung zwischen Breitenlee und hier Städten. Wenn wir in 23er hin, würden wir eben rechts fahren und links hier nach hier Städten und Breitenlee. Städten ist andere Richtung. Die Kreuzung sieht ganz anders aus jetzt mittlerweile. Da hat sich vieles getan. Da sind ganz viele Geschäfte, Straßenbahnfeld in der Mitte, alles ist hier anders. Und ja. Da kommen wir auch schon zur nächsten Station, Marco-Mannen-Straße. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass keine Ansagen sind. Das liegt an dem Bus. Warum auch immer nimmt ihr das nicht aus der Hof da. Ah, damit müssen wir leider leben. Jetzt werde ich noch einen kleinen Zeitraffer machen, bis wir in Breitenlee sind. Da fahren wir ein bisschen über die Autobahn, sind unter Führung. Das machen wir aber im Zeitraffer. Breitenlee, also schon ein bisschen weiter drinnen und die KI geht da einfach drüber, also ich mir sehr gefällt. Die funktioniert hier anscheinend überhaupt nicht, das ist rot.
Und die pfeift einfach drauf. Fühle ich. Aber ja, wir sind hier gerade im Breitenlee. Wir sind gerade über die Autobahn drüber gefahren. Autobahn, hier Schnellstraße, glaube ich. Und das ist aber mittlerweile eine Unterführung. Das ist ja normal, ne? Und unser Bus ist aber schon so voll. Viele Leute bleiben jetzt schon zurück. Also ich hätte irgendwie doch gerade zu der Stoßzeit den Gelenkbus wählen sollen. War nicht gerade das Gescheiteste. Aber so haben wir immerhin einen vollen Bus. Was auch nicht schlecht ist. Aber die drücken hier es eine heiße Kartoffel. Alles einsteigen. Und ja, damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch Umsehen mal wieder gefallen hat, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung oder mit einem Kommentar. Oder klickt öfters auf das Video, so wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.